Ja, herzlich willkommen zur zweiten DVD hier in Eugene Wrestling Eugene Catch Up aus der Serie der Most Wanted Series der Mad Wrestling Association. Ja, und Mirko und Ringsprecher Maurice sind schon wieder am Ring. Die erste Hälfte, die erste DVD dieser Veranstaltung, das war ein ganz großes Kino. Und jetzt erleben wir die zweite Hälfte mit dem großen Hauptkampf, mit dem Titelkampf Michael Knight gegen den amtierenden Champion Leon van Gastel. Ein Riesenapplaus für den Buffer! Tja, das ist ein kleiner Insider. Muss nicht jeder verstehen, aber wie man hört, manche verstehen es. Tja, wie es beim Ringrichter natürlich immer so ist. Zuschauer sind da eher geteilter Meinung. Ein Riesenapplaus, denn der wird jetzt übernehmen. Unser Ringsprecher Maurice! Ja, oh Gott, so schlecht ist die Reaktion auf den Ringsprecher dann auch. Na gut, das stimmt natürlich auch wieder, aber der Busfahrer ist der heimliche Star nach der Pause. Ja, daran kann man wieder sehen, eine Bombenstimmung hier in Eugene. Alle, die nicht da waren, kann man nur sagen, selber schuld. Ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Kommen wir zum nächsten Match. Chivas! Als erstes auf dem Weg zum Ring. Aus der Ukraine. Mit einem Körpergewicht von 92 Kilogramm und einer Größe von 1,88 Meter. Ivan Kiev! Tja, hier haben wir ein weiteres Mitglied von The Rain, Ivan Kiev aus der Ukraine. Ja, nicht nur ein weiteres Mitglied. Ivan Kiev ist Gründungsmitglied, das ist ganz wichtig. Und ich bin jetzt gespannt, wer Ivan Kiev zum Ring begleiten wird. Ja, nach den Geschehnissen auf der ersten DVD, die wir da sehen konnten mit Tim Suxdorf, sehen wir Ivan Kiev auf jeden Fall schon einmal. Und Acid Parker. Oh, also deine Vermutung, die du hattest, dass Acid Parker jetzt sich von Rain und Suxdorf abkapselt, scheint schon mal nicht richtig zu sein, denn wir sehen, Acid Parker begleitet im Rain-Shirt Ivan Kiev. Ja gut, auf der anderen Seite kann man natürlich auch nachvollziehen, Tim Suxdorf hat gerade zwei Kämpfe bestritten und zweimal verloren und wenn man es mal salopp sagen darf, derb auf die Fresse gekriegt. Da kann man natürlich verstehen, wenn er jetzt nicht mit zum Ring kommt, sondern eher Backstage dann halt seine Wunden leckt. Ja, Ivan Kiev natürlich selbst und siegessicher. Jetzt zieht er sein Los. Ich bin gespannt, wer dabei rauskommt. Ja, wir können es immer wieder sagen, Bombenstimmung hier in Eutin. Und Ivan Kiev zieht jetzt seinen Gegner für diesen Kampf. Und das wird sein... Das wird sein... Ja, kleine Diskussion dort noch. Unser Gegner... Mit einem Kampfgewicht von 98 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,78 Meter. Kim Ray! Ja, auch neu bei der Mad Wrestling Association. Kim Ray, wir eben haben ihn gesehen, Ivan Kiev hat sich dazu mit Zuschauern gesetzt. Nimmt offensichtlich das Ganze hier noch nicht so richtig ernst. Aber wenn wir hier Kim Ray sehen, sollte er es auf jeden Fall ernst nehmen, weil dieser Gegner ist definitiv nicht zu unterschätzen. Auf keinen Fall ist dieser Gegner zu unterschätzen. Dieser junge Mann war schon mehrere Monate in Japan für unterschiedliche Kampfsporterfahrungen. Er war in Korea, er war schon ja,
viel in Asien unterwegs, um seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und das wird auf jeden Fall kein einfacher Gegner. Ich glaube, er hat noch nicht so richtig begriffen, wo Ivan Kiev ist. Zumindest hat er ihn gerade ignoriert, als er an ihm vorbeigegangen ist. Kim Ray, ein junger Mann aus dem Ruhrpott. Auch er das erste Mal, wie du schon angesprochen hast, in der Mad Wrestling Association dabei. Sehe ich das richtig, dass Ivan Kiev ihn draußen gerade anfeuert? Ja, das sind natürlich dann die Eigenarten der Rang-Gruppierung, sich da so ein bisschen über den Gegner lustig zu machen. Die Psychospielchen von Rain. Ja, und das Publikum steht hier nicht hinter Ivan Kiev, wie wir eben sehen konnten. Ah, hier die letzten Vorbereitungen vor dem Kampf. Ich meine, das hätte Ivan Kiev natürlich auch alles schon machen können. Aber lieber saß er bei den Zuschauern und hat ein bisschen Fan-Talk gehalten, offensichtlich. So, und dann hoffen wir, dass das dann hier jetzt auch langsam losgeht. Ja, hier macht der Ringrichter nochmal Ivan Kiev klar, wer hier das Sagen hat im Ring. Und dass er sich auch an die Anweisungen zu halten hat. Lasset die Action beginnen, da war die Ringglocke. Ja, und Kim Ray holt sich hier die Unterstützung des Publikums ab. Und Ivan Kiev eher nicht. So, und jetzt geht's los. Die beiden umkreisen sich. Der Lockup. Vorteil hier für Kim Ray. Schöner Waistlock. Ivan Kiev befreit sich. Mit einem Wristlock. Jetzt der Konter von Kim Ray selber mit dem Wristlock. Ja, sieht sehr schmerzhaft aus hier. Der Arm wird gedreht. Ivan Kiev. Oh, mit dem Handstand. Der Korsakentanz, kann man das so nennen? Das ich hoffe schon. Ja, schöne Aktion war das hier von Ivan Kiev. Hat sogar das Publikum leicht gestaunt. Kim Ray befreit sich hier auch. Und ganz hohe Schule der beiden. Da geht es hin und her. Und Ivan Kiev rettet sich im Seil. Und Kim Ray muss lösen. Oh, unfair. Elbow von Ivan. Da hat er doch die Abgelenktheit, die Neutralität, die Fairness von Kim Ray ausgenutzt. Ja, rettet sich ins Seil, damit Kim Ray den Griff lösen muss. Und zum Dank bekommt er dann einen Vorarm von Ivan Kiev mitten ins Gesicht. Oh, schöne Leg Lariat von Ivan Kiev. Ja, und er fühlt sich auch gleich siegessicher hier. Streckt die Finger nach oben, geht zum Cover. 1, 2. Na gut, das war nun auch nicht wirklich überraschend. Ja, Ivan Kiev umkreist hier seinen Gegner. Jetzt der Sleeper holt, aber Kim Ray, der windet sich dort. Ja, versucht sich da rauszudrehen. Er macht es genau richtig, dreht sich unter Ivan Kiev, so dass er sich mit den Beinen nach oben drücken kann. Jetzt die Elbows, um sich zu befreien. Jetzt geht ins Seil. Oh, und Schulterblock hier von Ivan Kiev. Der nimmt nochmal Anlauf. Aber rennt dann in den Back Elbow, in den Elbow. Entschuldigung, aber selber Elbow von Ivan gegen Kim Ray. Jetzt der Schlagertausch. Oh, hier geht's aber zur Sache. Oh, schöner Kick.
Schöne Trittkombination hier von Cam Ray und das Cover. 1, 2. Oh, nur bis 2. Aber sehr schön gemacht, sehr gut ausgeführt. Da sieht man den asiatischen Kampfhintergrund, den du gerade beschrieben hattest, Thorsten. Wunderschöner Spinning Back Elbow hier von Cam Ray. Ja, die Zuschauer, die applaudieren ihm natürlich für seine sehr gute Leistung bis dato. Generell muss man sagen, die Neuzugänge, die Newcomer in der MWA schlagen sich am heutigen Abend hervorragend. Vorhin die Wanderers, jetzt Cam Ray, jetzt kommt der Whip-In gegen Ivan Kiev, der geht hart in die Ringecke. Oh, schöner Elbow von Cam Ray, Snapmare. Und wieder ein sehr guter Kick hier an den Oberkörper und das Cover 2. Nur bis 2. Ah, da macht Cam Ray auch mal gleich klar, dass SS Parker sich hier nicht einmischen soll. Und holt sich wieder die Unterstützung hier des Publikums. Ah, da wehrt sich Ivan Kiev. Oh, schön aniert. Er nimmt nochmal Anlauf. Oh, Double Knee. Und Cam Ray liegt hier am Boden. Das Cover von Ivan Kiev. 2. Ja, auch nur bis 2. Ja, diskutiert Ivan Kiev ein wenig mit dem Ringrichter. Cam Ray schlägt zurück. Jetzt die Schläge in den Rücken. Vorarm hier an den Kopf. Cam Ray ist im Seil. Unfaire Aktion jetzt hier von Ivan Kiev. Der Ringrichter zielt Ivan Kiev an. Oh, und dann wird er jetzt wieder, Ringrichter wieder abgelenkt hier. Und SS Parker greift wieder ein. Wirkt hier Cam Ray im Seil. Das ist natürlich, das ist die Range-Schule. Diese kleinen, illegalen Spielchen. Oh. Hart der Schlag hier an den Kopf von Cam Ray. Durch Ivan Kiev. Der kommt jetzt zurück in den Ring und gleich das Cover. 1, 2. Ja, da hat er auch ein bisschen lange gewartet. Also hätte er gleich zurückkommen müssen und das Cover ansetzen. So geht das nicht. Das muss zügiger passieren. Das muss schneller gehen. Da ist auch Cam Ray wieder. Mit Elbows. Aber der Kick von Ivan und der Schlag in den Rücken, auf den Rücken, in den Nacken. Ja, immer wieder Schläge auf den Rücken hier. Das ist auch eine Eigenart hier von The Rain. Oh, hier ist jetzt der angesprochene Kosaken-Tanz. Auch wieder auf den Rücken und noch ein Kick hinterher. Oh Mensch, da wird arg strapaziert hier der, die Rückenpartie hier von Cam Ray. Das Cover hinterher. 1, 2. Ja, nur bis 2. Ja, und Ivan Kiev ist schon wieder am Diskutieren hier mit dem Ringrichter. Der sollte mal ein bisschen weniger diskutieren, sich ein bisschen mehr hier auf den Kampf konzentrieren. Weil offensichtlich, wie das hier aussieht, ist Cam Ray alles andere als ein leichter Gegner. Den sollte man wirklich nicht unterschätzen. Jetzt wieder ein Schlag auf die Rückenpartie von Ivan Kiev. Er zeigt jetzt hier an, oh, aber Cam Ray kontert mit einem Big Boot. Na, jetzt fängt Ivan den Big Boot ab und eine krachende Clothesline in der Ringecke. Der Ansatz zu einem Suplex, aber Cam Ray kontert und jetzt setzt er selber einen T-Bone-Suplex an, aber Ivan kontert wieder. Waistlock. Aber auch hier der Konter von Cam Ray. Immer von beiden die Schläge an den unteren Rippenbogen. Was natürlich sehr schmerzhaft ist. Jetzt der offene Schlagabtausch. Kick ins Gesicht. Jetzt kontert Ivan wieder. Versuchte Clothesline. Oh, schon wieder Double Clothesline. Das. Ach, beide Männer liegen am Boden. Krachende Clothesline von beiden Kämpfern, hatten beide gleichzeitig dieselbe Idee und liegen beide erschöpft am Boden.